Also ich lese nur noch. Vorhin habe ich auf der Arbeit einen Kakao getrunken, ein bisschen zu schnell, habe Magenkrämpfe gekriegt. Oh Gott. Und dann stehst du da die ganze Zeit, denkst du so, ich würde am liebsten gerade einmal umkippen, vielen Dank. Nein, ging nicht. Dann gingen die aber wieder weg. Dann kam die Allergie wieder und oh, es war alles echt, also im Moment. Ah, aber das, ich sag mir immer, das ist das geringste Übel. Wohl wahr. Da lieber volle Nase als Faxendicke. Richtig. Bei mir ist es so gesehen und genau umgekehrt. Naja, nun. Hey, immerhin hast du keine laufende Nase. René hat es heute tatsächlich ähnlich gehabt wie du. Der war heute komplett körperlich tot, weil er gestern bouldern war. Arme tot. Oh. Arme anders tot. Ja. Ja, ich muss gerade überlegen, was bouldern nochmal war. Ja, klar. Das war das Ungesicherte. Du kletterst gönnungsweise überall. Du kletterst einfach drauf los. Wo du gerade Bock drauf hast. Ich glaube, das drittschwerste hat er sogar geschafft, tatsächlich. Zwei von den Kursen da drin. Okay, ja, gut, wir haben einen Probelauf mit. Wenn das aber dein Körper nicht gewohnt ist, dann ist das erste Mal wirklich ein Krampf. Ich meine, ich hab ja jetzt vor ein paar Wochen meinen neuen Trainingsplan gekriegt. Mhm. Und als ich den das erste Mal gemacht habe, dachte ich, ey, mir tun gerade Muskeln weh, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich die habe. Ne! Perle der Dämmerung. Das heißt, wir kriegen eine neue Waffe, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Weg. Neuen Bogen. Oh. Ich würde gerne annehmen. Genau. Vielen Dank. So, ja, ich war gerade noch komplett im Menü gefangen und war wieder mit der Steuerung. Okay, wir machen überfordert, weil. Kevin. So, ja. Sollte ich es heute noch schaffen, Level 56 zu knacken? Ja. Werde ich zur Feier des Tages. Beta Roll. The world remains constant. Gönn dir. Du bist dann dabei. Kurs. Was denn? Du musst heute schaffen. Ich habe gehört, ich nehme tatsächlich dann die Lanze, weil einen Bogen kriege ich ja anscheinend für Lea Elan. So, ich kann mir Gebete ohne Ende kaufen, weil ich schon wieder 2000 fucking Urgesteine habe. Ah, ist klar. Wo kommt das ganze Urgestein bei dir her? Ständige Entschuldigung von MiHoYo, hier und da mal Dailies, mein Daily-Login. Ja, stimmt, du hast ja noch Daily-Login, den habe ich, den könnte ich mir eigentlich auch mal holen. Und vor allem meine Eintragungen bei HoYoLab. Auch nicht vergessen, da gibt es auch Urgestein. Ja. So. Schöne Kombination. Was zwei wunderhübsche Ladies. So, ja? Was ganz schnell angeht, habe ich tatsächlich eine Neuigkeit für dich. Oha. Ich habe jetzt die App. Du hast jetzt, Moment, welche App? Die HoYoLab-App oder was? Nein, die Genshin-App. Ach, tatsächlich das Spiel auf dem Handy. Okay. Tablet. Ja, okay. Und glaub mir, das ist anders wild, auf 16 Zoll zu spielen. Jetzt hab ich brauch die Story nicht, ich kenne die schon, Venti, danke. So. Es ist nämlich immer wieder die gleiche Story. Meine Güte. Ja, aber im Endeffekt halt immer genau die Story, die eigentlich das gesamte Spiel erzählt, ne? Nun. Ja. So. Dailies, let's go. Inazuma lässt grüßen. Was haben wir denn alles? Vorräte zu stehlen, ja, viel Spaß, das kannst du machen. Zerstöre den Schleimballon, das klingt doch mal nach was. Oh nee, das hier kann. Nee, Schleimballon, sag ich dir ganz ehrlich, tu es nicht. Nicht eine alleine. Eine Gruppe von Monstern ist in der Wildnis aufgetaucht und bedroht die Sicherheit der umliegenden Gebiete. Es sind drei Monster. Nee, das sind die Fetten. Da habe ich keinen Bock drauf. Lies die Herausforderung ab. So, ja, wo sind denn die Schleimballon. Vorräte? Der Schleimballon ist doch das Netteste eigentlich. Ja, aber das Blöde ist, die schaffen es auch teilweise, dich einzufangen bei der ganzen Scheiße. So, das Böse durchzieht das Land. Ach, das sind die. Jetzt sind sogar die Wölfe. So, was haben wir hier? Eine krachende Krise. Stieß die Herausforderung gegen. Das ist eine Herausforderung mit mehreren Gegnern in ihrer Summe. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Psycho. Danke dir auch. Danke, ciao. Ciao, ciao. Ach, und hier ist die Vorräte-Geschichte. Okay, die Vorräte kann ich also nicht klauen, schade. Den ersten hätte ich jetzt schon klauen können und der Sack hat mich nicht gesehen. Ja, okay.
Okay, gut zu wissen. Das heißt, die Vorräte-Mission können wir nicht zu zweit machen. Gut zu wissen. Die musst du machen. Ich würde gerne gehen. Spiel. Danke. Steuerungstaste, wenn du eine Tastatur hast. Nee, ich spiele mit Controller. Alter. Bin's gewohnt, mich ducken zu können. Was du vielleicht machen könntest, wäre tatsächlich in Watatsumi die Mission. Zugegeben, du wirst dich zwar mit Geistern rumärgern müssen wahrscheinlich, aber ich denke mal, mit denen kannst du halbwegs leben, oder? Okay, ich hoffe, ich schaffe es, mich jedes Mal rechtzeitig zu muten, ne? Achso, du musst gerade wieder niesen wie Hölle, weil... Runny Nose des Todes, ja. Ich muss ja auch versuchen, leise zu niesen. Ja, hast du. Sonst sitzen alle, sonst stehen alle gleich senkrecht im Bett. Da hatte Sarah heute einen witzigen. Sie war kurz davor zu niesen und der war einfach von jetzt auf gleich weg. Kenn ich. Kenn ich so gar nichts. Aus, du holst Glück. Zum Niesen aus. Und weg ist es. Und nichts passiert, kann ich, ja. Wie kann ich nicht starten in Watatsumi? Ah ja, stimmt ja. Ist allgemein nichts. Ohne mich machen. Tatsächlich, du könntest den Ballon ohne mich machen, theoretisch, ja, aber nee. Kann ich den auch starten? Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, startet er, sobald du in der Nähe bist. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein fetter Wolf? Ein kleiner Wolf? Du hast dir das echt angetan, oder? Das Einzige, was ich gerade starten kann? Also Ballon hast du auch ausprobiert, oder was? Nö, das nicht, aber ich gehe davon aus, dass der das wird mit dem Strafen. Das Problem bei dem Wolf ist einfach prinzipiell, bei dem Ballon, ist, dass die Wichser dich teilweise einfangen. Einsperren und da kommst du nicht mehr hinterher. Was ich inzwischen mache, ist tatsächlich einfach mit dem Bogen von Ganyu rein. Okay. Okay, ich bin... Scheiße, ich bin ja hier Multiplayer. Ah, das Spiel hält ja nicht an. Ich bin gerade erstmal ganz gemütlich ins Essensmenü gegangen. Dachte, ja, ich kann erstmal gucken. Okay, wenn mich der Wolf jetzt noch einmal trifft, bin ich weg. Oh Gott, das wird wild. Jo. Jo. Aber hey, den kleinen Wolf habe ich schon mal besiegt. Und deswegen mache ich keine Damage. Alleine kriege ich die problemlos hin. Richtig schön. Aber auch nur, wenn ich alle vier habe. Zwei ist doof. Ich habe schon die beiden stärksten bekommen. Ich habe die nicht unbedingt auch noch. Dings. Den Schaden machen, den der Wolf so richtig gern hat. Spaß. Wie gesagt, ich habe aufgrund dessen, dass ich ja sowieso Heiler habe und alles Mögliche, juckt mich das meistens gar nicht. Okay, mir fehlen jetzt noch 3000 EP. Könnte heute tatsächlich eng werden, weil ich glaube nicht, dass wir 3000 hinkriegen. 3K wird knapp, ja. 2000 könnten wir hinkriegen, aber 3. Könnte halt wirklich. Und immerhin 5 Bossgegner. 5! Nur! Oh. Ich glaube, das schaffen wir jetzt in einer Stunde nicht. Meinst du, mehr schaffen wir echt? Ja, gut, okay, welche Boss wir machen, ja, stimmt schon. Wir machen ja jetzt auch erstmal noch die Dailies fertig, das dauert wahrscheinlich noch 10 Minuten. Moment, du hast den Garnwolf-Trupp, hast du weg? Nein. Ah, du hast gerade gegen die Jungs aufgegeben, verstehe. Den Kleinen habe ich besiegt und der Große und der Zauberer, der da noch war, dachten sich so... ich mach dich weg. Ja, die Ult hat nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist.
Ja gut, ich habe ein bisschen vergessen, dass deine Ningguang auch so ein dreckiger Damage-Dealer ist. So, dann spielen wir jetzt mal mit dem Wölfen rum. Ja. Oder besser gesagt, dem Wolf. Ich glaube, die respawnen, denke ich, alle. Eins von drei. Okay. Wird mir gerade angezeigt, deswegen fällt mir das auf. Dahin. Aber die, die halt da sind, haben wieder Full Life, aber... Ich meine, zugeben... Die Mission hier auf der Insel finde ich jetzt auch nicht unbedingt angenehm, die Sairai-Dinge. Mhm. Aber... Nicht Sairai. Tsurumi. Ja, aber... Ich wollte halt überlegen, wie die hier heißt. Auf der anderen Seite muss ich leider gestehen, Tsurumi ist nun mal einfach konsequent meine Insel. Oh. Wie macht der Feuermagier hier? Ich bin halt ein Fan, ja, vielleicht höre ich mal den Magier. Ich bin halt eher ein Fan von Liyue und Mondstadt. Aber mal auch in der Summe mal wieder gelegentlich zurückzukommen, ist halt immer das nicht. Ich finde den Stil cool. Illusion shattered. Insolent. Now you shall perish. Scheiß Magier, verpiss dich. Ja, ich mach den auch schon fertig. Kein Moment. So, abgefertigt, bitteschön. Ich hoffe, sie sind mit meinen Diensten zufrieden. Wo ist er? Na, der hat gerade einen Angriff gemacht. Ja, komm, hier, friss Schwert, komm. So. Und das. Ne, nochmal gleich. Gucke, das war's schon. Und tschüss. 2300 Punkte. So viel Elden Ring gespielt, dass ich schon gar nicht auf die Steuerung klarkomme. Wow, so schlimm. Ja. Ich versuche das Einsammeln die ganze Zeit mit Y zu machen. Ich versuche im Menü die ganze Zeit mit A zu arbeiten, anstatt mit B. Ja, vielleicht solltest du deine Steuerung auf ein System anpassen. Ja, nee. Doch. Ich werde mich hüten, die Steuerung von Genshin, geschweige denn die von Elden Ring oder Dark Souls irgendwie anzupassen. Ich nehme es einfach hin, wie es ist. Auch bei Lego Star Wars ist es so. So, wir haben AIDS, Cholera und noch mehr. Was wollen sie haben? Bevor ich AIDS kriege, nehme ich lieber Cholera. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht definiert, was was ist. Das ist natürlich intelligent. Wir hätten Donnervogel, wir hätten Mago Genki und Okeanide tatsächlich. Das sind so die drei, wo ich am meisten drauf geier momentan. Ach komm, wir ganken ein bisschen rum. Der Mago also. Okay. Der kleine Eissauhund. Der kennt ihn nicht. Bin ich ja mal gespannt, wie sehr René den mögen wird. Achso, wenn er dann auch hier ist. Ja, weil er wird ihn grinden. Das sag ich dir jetzt schon. Das ist ein Sayu-Main, unser René. Oh. Ja. Life goes on. Crush. Shine down. Dann leg los. Ich werde anfangen. Geht noch. Don't waste my time. Hier denkt sich auch gerade, darf ich auch mal? Ne? Freeze to the core. I condemn you. Ja, wir sind jetzt schon an den Punkt angelangt, wo er seine beiden Formen hat. Ja, moin. Er fühlt sich halt gemobbt. Und das ist recht. Fake
for mercy. Absurd. Oh. Now you shall perish. Crushed. Er hat auch gesessen. Ah, ich heile gleich. Voll gut. Oh, lol. Okay. Das war gerade wirklich übel. Einer Nemo hat einfach 15.000 Punkte geklaut. Beg for mercy. Shudder. Life goes on. There is no escape. Beg for mercy. Wow. Opening box of a dead eye tricks. Yes, I got. Ja, danke. Da hat Trommel da zerlegt. Shine down. Könntest du auch von wegzurennen? Oder auch einfach sterben, das geht natürlich auch. Hopp. Ja, ne? Aua. Drei Apparate, das ist doch schon mal ein guter Anfang. So. Wie viele brauche ich denn eigentlich von den Drecksdingern? Kasua! Ich brauche immer noch fucking 6 Stück. Und ganz weit unten denkt sich Sayu, hallo, ich will auch noch was. Gut. Bisschen mit Wasser runterkommen. Klingt am Plan, oder? Ja. Auf zu Okeanide. Das ist halt gefühlt das absolute Kontrastprogramm. Ja, ne? Finde ich super. Irgendwann greift sich jetzt schon die Hände. Naja, Kristallisation. Die Okeanide gar nichts mehr zu melden. Ja, das ist leider wahr und deswegen bin ich eigentlich auch noch... Mann! Hm? Habe ich sie aktuell stehen? Viel zu weit unten. Ningguang tatsächlich. Ich muss ja für irgendwas gut sein, ne? Hm? Okay, Anide ist für mich echt schwierig. Aber das ist ja mich. Ja! Muss ja auch für irgendwas gut sein. Und aber auf dich konsequent angewiesen zu sein, ist schon schwierig. Oh. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way shall water deliver your punishment. Das war es. Give up. Rise. Illusion shattered. The power of water is its ability to take any shape. By Ulf. Sollten sie nicht vielleicht finden, wenn der Gegner gut ist. Ja, das wäre von vorne. Ja. Muss wieder reinkommen. Die gehen schon vorsichtig ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. Du bewegst dich heute kein Zentimeter rein, Freund. Torn to oblivion! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Orders given. Orders received. Wheel of life. Mal runter! Bist du
goes on. Let's see what happens when you lose your foothold. So ziemlich gar nichts. Nee, nicht wirklich. Oh, der. Ne? Dann schwimmen wir halt. Komm, ruf deine letzten beiden Truppen. The power of water is its ability yep. to take any shape. Oh, in der Mitte sogar. Ah. Gut, ich nehme die. Illusion shattered. Ah, nicht, ne? Now you shall perish. Ey. Wenn ihr mich mal in Ruhe lassen. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Es ist gut. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man sie so dann am Ende reden hört, da tut sie mir irgendwie dann doch ganz schön leid. Ja, okay. Sie will doch einfach nur in Ruhe leben. Ja, so, 1500 fehlen noch. Oh, Feuer. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the knights had enough sense to deal with all the superfluous detail. 900? Nee, 1500 fehlen, weil ich noch 500 die Dailies kriege. Okay. Die Frage ist, willst du es dir antun oder willst du es nicht? Crush! Weil du sie wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen wirst. All the world holds dear is but oder denkt sich gerade, ich bin heiß auf Eis. Shudder! I stand before it, alone and unchanging. Es ist golden. Ich bin schon auf dem Weg hin. Ich bin schon längst auf dem Weg dahin. Ich fahre mit Eule zu McDonald's. So. Ist golden. Und die Frage steht im Raum, ob ich mir das nochmal antun will. Ich denke mir so, ja, fürs Regenbogenglas morgen einmal noch. Für die nächste Zeit. Und danach habe ich auch schon wieder keinen Bock mehr. Ja, ich schätze mir öfters. Gut ist ja nicht. So. Ja, hier in Hannover hat jetzt ein Laden neu eröffnet, wo ich dank Psycho und Morpheus wo ich jetzt mal hin muss. Ah. House of Sweets. Oh, oh. Seit neuestem jetzt auch bei mir. Okay. Ich überlege gerade, wen hole ich am besten jetzt raus für die Nummer? Och. Also eigentlich der größte Damage-Dealer von meinen zwei Händlern ist immer noch Chongyun. Du bist mit Ningguang, Miss Damage unterwegs. Noch. Okay. Ich bin gerade noch ein bisschen am Stänkern, aber. Gleich wird Euler. Werden Euler entweder noch die Rockröhre oder. Jemand ganz anderes mal rausgeholt. Ich habe da nämlich so einen Charakter, sie hole ich eigentlich immer in letzter Zeit bei der. Geo-Hypostase raus. Na dann. Dann mache ich einfach mal den Full Medic. Ja, einmal Noel, also, einmal Chichi. Ich wollte gerade sagen, es reicht ja eigentlich im Endeffekt, reicht ja ein Bayerner. Einer reicht ja. Ah. Und wenn es dann Noel ist, dann ist es umso besser. Gut, wenn es dann darum geht, Schaden zu machen, musst du halt wechseln, ne? Hm? Naja, Geo. Das interessiert am Ende überhaupt nicht. Dann power ich mit der Ulti trotzdem durch. Den Schaden kassiert die aber anders. Wenn's Geo-Schaden ist, nicht. Ja, aus irgendeinem Grund funktioniert's aber. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich, weil's doch irgendwo physischer Schaden ist und kein Geo-Schaden. Weiß ich. I don't know. Na dann. Moment, wen holst du raus? Darf ich vorstellen, meinen nächsten Charakter auf Level 80. Lol, du bist Rosaria-Fan geworden? Und sie ist stark. Ja, ich sowieso. Ich hab ihren Kampfstil gesehen, dachte mir so, Lanze habe ich noch keinen und da habe ich mir einfach gedacht, komm, ich reiß sie mal hoch, weil
ich die Sachen, die sie braucht, halt habe. Wie war das mit Geoschaden? Also, dem Kern mache ich keinen Schaden, richtig, aber den Türmen mache ich anders viel Schaden. Ja, deswegen sage ich, dass beides darum geht, große Schaden zu machen. Ja, okay, dafür bin ich ja nicht da. Also, sie macht nicht viel Schaden, aber sie drescht in einer Frequenz auf sie ein. Ist nicht mehr feierlich, da sagt sogar mein Computer ist nicht. Ich hab grad kurz, FPS-Delay gehabt. Schade, genau die falsche. Ja, warte. Werden wir mal fertig. Hallo. Danke. Leave it all to me. Beg for mercy. Judgment. Lights out. Let go. Shutter. Ist gut. Wenn ich Ola rausholt, geht das Ganze doch ein bisschen schneller, aber. Oh, sah das halt echt nicht schlecht. Alles gut. Ja, ich klang aber sehr überrascht, aber das glaube ich. Ich meine, sie ist jetzt nicht so der typische, jeder spielt sie Charakter. Naja, das, doch, sie gehört schon zu einem der relativ beliebten Charakter, aber es ist einfach kein Charakter, den ich dir zugetraut hätte zu spielen. Das ist genauso, wie ich jetzt versuchen werde, auf ihr Land zu holen, obwohl sie ein Bogenschütze ist. So, Turm 1. 2. Kurz. Ne? Hört nur einen Knall, Noel hat gesprochen. Steintürme nehme ich. Ja, die nehme ich auch und gebe direkt unserer werten Lady Ningguang das Level ab. Damit sie Richtung Level 70 kommt. Nice. Klingt gut. What is it, in Richtung Level 70 oder schon Level 70 plus? Nee, 60 bis 70 tatsächlich. Also 60 plus, okay. Ja. Haben wir die Seniorenkarte. So, jetzt. Wie viel würde ich jetzt für sie brauchen? 12. Noel auch. Also die sind jetzt beide auf gleichem Wege. Hey. Okay. Beschwer dich nicht. Es kommen noch 15 und 20. Das noch. Ja, ist ja gut. Ah ne, 16, 20 kommen noch. Ich weiß ja, für die ganzen Liyue und die Mondstadt-Bosse kann ich dich knechten wie sonst was. Aber bei Inazuma habe ich halt niemanden. Ja, kannst du mich auch für knechten? Ich brauche die zwar nicht, aber ich sammle ja gerne. Ah. Also Yelan weiß ich jetzt schon, wen sie brauchen wird. Den habe ich bisher nur ein einziges Mal gemacht. Oh, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Du magst den Wurm? Hm? Du magst das Würmchen? Ach so, oh, ich dachte eigentlich einen anderen Gegner. Wen dachtest du denn bitte? Hydrohypostase. Nein. Ja, weil halt Wasser. Egal. Nein. Wo ist sie denn? Kann man doch hier bestimmt nachgucken. Sie kriegt tatsächlich das mechanische Vieh. Stand schon in den Hoyolab drin. Ach so. Mhm. Gut, die Freude hält sich jetzt doch leider an Grenzen. Kannst du erwarten, nur weil sie das Element hat, heißt das doch nicht gleich, dass sie die Hypostase kriegt. Es haben schon genug Leute die Hypostase bekommen. Hatten die alles gekriegt? Wir Guck haben. Einmal haben wir logischerweise. Ein Kokomi. Ja. Ah, also zwei finde ich jetzt nicht viel. Das ist für aktuelle Verhältnisse, ist das viel. Geohypostase, Lingwang, Zhongli, Albedo. Ja, alte Zeiten. Neue Duell. Zeiten heißt, neuer Boss ist da. Brauch erstmal Charaktere, die den überhaupt brauchen. Das ist seit Inazuma das Problem. Deswegen gibt's für jeden scheiß Boss auch zwei Charaktere. Wir haben den Mago Genki mit Kazuha und Sayu. Wir haben dieses. Die Vorrichtungen, das sind. Lass kurz überlegen. Goro und Ito. Stimmt. Nee, Ito nicht, Entschuldigung. Ito hat den Garnfürsten. Stimmt, Ito den Garnfürsten. Oh ja, du hast die Haare schön, ich weiß. Komm, lass gut sein. Danke. Er ist mir ja sympathisch, ne? Ach ja, Yoimiya war die.
Aber seine Haare sind. Glaube ich. Die den brauch. Oh, Yuimi, ja. Ah, die möchte ich eigentlich auch noch haben. Oder braucht sie die. Also es würde zwar Sinn machen, dass sie tatsächlich die Teigrolle braucht, aber nee. Das Nudelholz meinst du? Das Nudelholz, aber ich meine tatsächlich nicht. Egal, bevor wir zu viel weiterlabern. Mit Teigrolle liegst du ja schon richtig. Ja, Teigrolle. So, tell me what you really want. Oh nein. Natürlich. Rain braucht auch noch Zeug, genauso wie in deinem Sinne Sarah, die du ja mal machen wolltest. Ja, dann denke ich mir halt nur so, wenn wir wieder bei Musik sind. Hit me, baby, one more time. Na los, komm her, du Sack. Dickin, was ist es? Figuren. Ja, warte kurz. Oh, ich habe Rosaria noch draußen. Ich wollte gerade sagen, sei ich vorsichtig, sie... was du rausholst. Oh, ich habe sie noch nicht ausgelöst, gut. So. Heilung und Bogen. Erwartet mal, ich habe mich ja gegen den Damage das letzte Mal schon entschieden, ne? Eigentlich. Ja. Egal. Ganyu macht inzwischen gut Damage. Beim Damage versuche ich mich so ein bisschen. Wie nehme ich denn da mal am schlauesten? Ningguang war eine deiner Wahlen tatsächlich. Ja, Ningguang auf jeden Fall, aber Euler weiß ich halt nicht. Machen wir's so. Ich wollte sie Pause machen lassen, aber gegen wen? Ich hab halt niemanden noch so großartig auf Distanz. Wollte gerade sagen, du brauchst halt Distanz, das ist das Problem bei dem Vieh. Ja, hol ich halt mal meinen Anwalt raus. Okay. Versuchen wir's. Meine Yanfei muss bei mir auch noch deutlich stärker werden. Entweder was HP angeht oder halt was, Damage angeht. Ich merke schon, du magst mich nicht. Aua! Hey! In die Kristalle. Hallo. Ist mal gut jetzt. Ich geh mal laufen, ne? Tschüss. Ja, mach mal. Ich wollte gerade fragen, machen wir überhaupt Schaden, aber ich sehe gerade oben doch so ein bisschen. Ich weiß sowieso, warum der mich so lieb hat. Zum Heilen da! Jetzt bin ich mal kurz spazieren gehen. Go. Don't waste my time. Submit. Installate. Motion to compel. Opening box of a Death Knight Trix. Wheel of Life. 5246 ist gut. Ja gut, Elektro und Feuer können sich ja gar nicht leiden. Ja, aber 5246, ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt, denn wenn ich mit... Nennt man Kuching, überladen. Ja, wenn ich mit Kuching nämlich gegen irgendwas Feuriges antrete, habe ich genau die gleiche Zahl. Und ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass ich zufällig genau die gleiche Tentakel habe. Ja, auf. Would you mind not? Could you not, thank you? Bist du auch. Ja, schießt du mal. Komm mal runter. Okay, ich gehe wieder laufen. Tschüss.
Oh, ich sehe was. Das spazieren gehen, ne? Ich weiß nicht, warum er mich gerade wieder targetet. Ich habe keine Ahnung. So viel Schaden mache ich doch gar nicht mit Barbara. Im Gegenteil, sie ist sogar immun gegen Barbara. Vielleicht mag sie dich noch nicht. Nee, sie ist nicht immun gegen Barbara, sondern eher gegen das Unterstromsetzen. Was? Ach lol. Also, den Wasserschaden machst du, das siehst du ja in dem blauen Zahn, ja. Den violetten Anteil. Er ist immun. Und tschüss. Orders received. Das waren ihr dann doch ein bisschen zu viele Steine auf einmal in der Fresse. So, 3 Stück davon, sehr gut. Ja, sind ja nur 12 Stück, die ich bei ihr brauche. Hey, Erlebnispass Stufe 1. Es geht los. So, lass mal kurz gucken. Ayaka braucht. Ach, Ayaka war die Maschine brauchte. Richtig. Hm. So. Ja, er brauchte ja. Genauso wie unser Anwalt. Stimmt! Mit Shao und dem Anwalt hat es nämlich angefangen. Mit hier immer neuer Boss und neuer Charakter. Mit Shao und Yoimiya angefangen. Hat das. Ach ja. Sie waren beide mit dem großen. Genau, der Geodrachen-Ex unterwegs. Da fing der ganze Kram an mit einem Boss und 2 Charaktere. Erinnere mich. Ey, so, dieses Viech musste ich so oft machen, obwohl ich es nicht brauchte. Na gut, und dann hast du jetzt, Juli, dann hast du für dich Yanfei gefunden und dann dachtest du dir so, oh, ja, jetzt hat es sich doch gelohnt. Ja, ich brauche trotzdem noch 12 Stück, um dann auf Level 90 hochzugehen bei ihr, aber. Hm. Wir brauchen nochmal diese komischen Drachen da unten. Das ist einmal sie. Ach, stimmt ja. Shenhe braucht die Dinger. Weißt du, als Liyue-Charakter, das muss man sich auch mal überlegen. Als Liyue-Charakter braucht sie die Drachen aus Inazuma? Gleich auch mit Junin? Sie braucht die Garnwölfe? Exotischer Geschmack. Ich verpiss mich hier mal, das ist mir ein bisschen zu hoch hier. Hast du Höhenangst? Vielleicht. So. Wir haben noch. Wie viele EP haben wir noch für uns? Frozen? Moment. Abzüglich der 500, die ich noch kriege, sind wir bei 1045. Scheiße. Ansonsten machen wir halt Level 56 Feier dann nächstes Mal. Ich meine, ich könnte noch weiter Bosse kloppen, so ist es nicht. Ob du dazu auch in der Lage bist, ist eine andere Sache. Naja, ich gehe mal von aus, 20 Minuten haben wir noch. Wenn wir da noch 5 Stück schaffen, mag ich bezweifeln. Ja gut, das stimmt. 5 Stück schaffen wir jetzt nicht unbedingt. Hast du eigentlich die Schlange schon mal bekämpft unten? War bislang noch nicht unten. Ich habe halt durch die Pause, die ich in dem Spiel gemacht habe, halt, was die Story angeht, noch ein ziemliches Defizit und das versuche ich dann jetzt in den nächsten Wochen mal wieder aufzuholen. Sollen wir uns mit dem trotzdem schon mal anlegen? Damit du schon mal weißt, worauf du dich einlässt. Meinetwegen. Mit Jelan. Okay. Riesenschlangenhöhle, na, das klingt ja toll. Hm. Down, down, down to the bottom of the sea. Pack dich nicht auf der Fresse, ne? Oh, wie, oh Gott. Oh, geht das da weit runter? Ja, da geht's aber nicht runter, es geht hier nach vorne. Du siehst ihn da schon rumbuddeln. Ich rede auch eigentlich eher von dem Abgrund, der hier ist. Endet der irgendwo? Ja, tatsächlich. Aha. Also, wenn du richtig hinguckst, siehst du, dass da Boden ist. So, nein, die Frage ich, ist, nein, ich guck da nicht runter. Chichi ist okay, aber alternativ brauchen wir noch anderes. Mit Geo?
Geo kannst du ruhig gegen ankämpfen. Also, er hat keinerlei Immunitäten, soweit ich weiß. Weil er ist halt eine Maschine. Maschinen und Immunitäten existiert nicht. Wie oft willst du den Bohnen dann noch umflügen? Der ist schon gelockert. Er ist am Dauerflügen. Okay, ja. Guten Tag. Na, alter Mann. Muss ich dich erstmal hochkrebschen. Es ist ein Bagger. Mhm. Vorsicht vor dieser komischen Grütze. Nee. Hey! Don't blink! There is no escape! Shine down! Oh, Kristalle. Wofür sind die? Um das Lederzeug wegzumachen. Diese goldenen Dinger sind also zum Entätzen. Mhm. Vergessen. Life goes on. Ist das doof? There is no escape. Inazuma shines eternal. Submit. Du hast mich gerade in die Luft gehoben. Schämst du dich nicht? Ich finde, ich habe das gut gemacht. Life goes on. Wenn sie jetzt nicht auf den einen umdraht, dann finde ich es eigentlich machbar. Shine down. Wheel of life. Ja, es gibt neue Sachen dafür. Das ist ja auch langweilig. Illusion shattered. Torn to oblivion. Your life is mine. There is no escape. Sacred name, fortune preserver. Namenquelle, ist mir doch egal. Das kloppen wir den einfach kaputt und dann machen wir das. Siehste, so einfach. Richtig. Schön. Klink. Achso, Arme auffüllen bitte. Dankeschön. Da. Runenzahn, 3 Stück. Cool. Eine so. Ausbilderstoppuhr, na toll. Hm? Eine Ausbilderstoppuhr. Hm. Wer es braucht? Für die Sammlung. Das ist ungefähr.
Ich nenne es Levelmaterial. Dafür habe ich jetzt genug Tränke. Zugegeben. Von den Lilanen habe ich... Da frage ich mich sowieso, ob sie inzwischen mal die Kanne gefixt haben. Ja, ist jetzt wieder. Man kann wieder bauen? Haben sie gesagt, zu 2.7 wollten sie es gefixt haben, haben sie auch. Soweit ich weiß. Aber so von den großen Fläschchen habe ich mittlerweile 69 und von dem blauen habe ich 120. Ey. Hallo, ich habe gerade das Multiplayer gekannt. Tut mir leid. Wiedersehen. Ich kann wieder Figuren setzen. Oh mein Gott. Okay. Das war perfektes Timing, weil ich stehe kurz vor Level 10 bei allen. This realm is... da bin ich tatsächlich auch bei 4, glaube ich, mittlerweile fast soweit. Okay. 8, 9, 7, 9, 9, 9. Warum steht Rosaria da hinten? 800. Ist Rosaria schon fertig? Warte mal einen Moment. Schatzkammer, was habt ihr denn Neues? Es gibt neue Dekorationen. Alle schon gekauft. Nee, ich noch nicht, weil ich bin ja gerade erst ins Update rein. Wo sind denn die neuen Sachen? Aha! Ach, wie süß. Ja, ich habe eigentlich auch mittlerweile viel zu viel Knete, als dass ich, So Dekorationsbaupläne. Oh, da sehe ich mich. Maximale Kannengaben, ja. Die sollte man vielleicht wieder einsammeln. Reichtümer des Kannenreichs. Eine neue Freizeitvorrichtung. Instrumente, okay, cool. Instrumente fühle ich. Dann dachte ich mir das. Hey, Jean. Glückwunsch. Vertrauensstufe, nein. Warte mal, doch, Vertrauensstufe, ich möchte meine Münzen haben. Ja. Glückwunsch, Jean, du bist auf Level 10. Raus mit dir. Verpiss dich aus meiner Kanne! So. So, tschüss. Yeah, also ich werde mal kurz was gucken, da ich ja wieder ins Menü rein kann. Baupläne. Hab ich noch nicht gekauft, siehst du? Ich habe übrigens jetzt alle Baupläne gekauft, ne? So wie du es wolltest. Sehr brav. Und ich habe jetzt halt nur noch ein paar Kantaler, ne? Also so 41.000. Ups. Warte, ich muss noch die Essenzen kaufen. Kleinen Moment. Okay, ich bin nur noch bei 37.000. Möchte umplatzieren. So, Jean. Sehr gut, Dekoration für draußen. Okay, so Sets für draußen. Jetzt will ich mal kurz was wissen. Und zwar die ganzen Geschenksets. Gibt es irgendwelche neuen Leute in den Sachen? Ich meine, wir haben jetzt ein paar neue Charaktere. Yelan zum Beispiel kommt zu dem Ding dazu, okay. Zu dem Ding auch, alles klar. Ja gut, Klee, let's not talk about it. Okay, Ayato gehört mit zu dem Schloss, gut zu wissen. Ayato gehört auch genauso zu der kleinen Straße, ist auch gut zu wissen. Die neue Assassine gehört zu der anderen Straße, okay, cool. Das heißt, in meiner anderen Kanne für Inazuma habe ich so einiges abzugrabbeln. Alter, was für ein Limit. Nerv mich nicht. Baulimit am Arsch. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon fast alles hier entfernt. Ich will doch einfach nur ein Feld platzieren. Nur ein Feld. Die Felder fressen echt viel. So. Sammle 10 Erze. Wow, ja, das lässt sich gleich ganz schnell regeln. Moment. Das haben wir gleich. Inazuma! Ich wollte eh nur mit Katharine reden. Katharina. Katharine. So, Es lohnt sich auch wieder zu kochen. Ja. Ich muss raus, Multiplayer raus. Ja, tatsächlich lohnt es sich jetzt wieder zu kochen, hast du recht. Jetzt gibt's auch wieder einen Wochenpass. Haha! Ich denke nicht. Nämlich. So, Belohnungen für Dailies. Jo, dankeschön. Nochmal 20 Uhr Gestein, easy going. Zu Erkundungen senden. So, was wurde denn jetzt hier alles geändert? Es hieß, es wurden wieder Drops geändert in den... So, gucken wir mal, was haben wir denn Neues?
Hier ist nichts Besonderes. Da lassen wir weiter Sarah und... Nee. Ich mach Sarah jetzt arbeitslos, ist mir egal. Wow, what? Die Huamor hat jetzt das Zeug? Alles klar. Shenhe, da gehst du hin. Erze Chongyun. Kiching, du gehst für mich Möhren und Radieschen sammeln. Oder Rettich? Rettich. Was haben wir hier? Hier haben wir allgemein nichts Besonderes. Ich würde sagen, Radieschen sehen ein bisschen anders aus. Ja, ich und mein Gemüse hier nur. Du und dein Gemüse, du und dein Gemüse. Ja, genau. Holz war gestern, ne? Richtig. Also das Einzige, was sich jetzt wirklich effektiv lohnt, jetzt mal wirklich wieder wegzuschicken, ist die Huamor tatsächlich in Liyue. Mit dem... Wie heißt es? Ja doch, Pferdeschwanz und dem Goldfischkraut. Die Pferdeschwänze lohnt sich eh immer. Bisher gab es halt keine Pferdeschwänze so wirklich. Doch, ich habe immer irgendwas gehabt, wo man ordentlich sammeln konnte. Ich habe sie bisher immer nur angebaut. So, jetzt, wie gesagt, es lohnt sich jetzt zu kochen. Ja. Der Witz ist, ich habe noch ganz viele Rezepte gelernt, plötzlich, von jetzt auf gleich, die ich noch nicht gekocht habe. Darunter Sobanudeln. Gibt es irgendwer, der was Spezielles machen kann? Keiner hat ein spezielles Gericht, schade. Zweifachen Ertrag fühle ich, Barbara. Ach ja, stimmt, Jean, herzlichen Glückwunsch. Mannschaft Level 10. 2. 3. 4. Und 5. So. Soba fertig produziert. So, was haben wir als nächstes? Was wir noch 5-mal herstellen können. Vegetarische Seeohren. Habe ich bisher 5 von 10 hergestellt. Ja. Kann irgendwer was Spezielles? Nö. Kann keiner. Also das Gericht klingt von vorne bis hinten einfach nur widerlich. Ja, wenn ich bedenke, das ist auch nur aus Matsutake und Ja, aber warum denn Seeohren? Warum denn Ohren? Gute Frage. Ja, ne? Finde ich gut. Wieso kann ich dafür jetzt keine mehr herstellen? Moment, sehe ich das richtig und ich habe nicht genug von den Blüten? Oh, wow. Noch ein Grund mehr, Shenhe dahin zu schicken. Ich brauche das Material. I need the material. Okay. Gegrilltes Unagi-Filet. Oh je. Unagi-Gerichte finde ich allgemein schwierig. Ich finde sie teuer. Ja, weil Unagis relativ selten sind. Oder echt schwierig zu farmen, nennen wir es mal lieber so. Ja. Ganz genau. Also im Endeffekt kann man sagen, wenn du keine Sayo hast, bist du eigentlich aufgeschmissen mit denen. Doch, es geht eigentlich. Ich habe die immer durch Zufall gefunden. Aber das Finden ist halt das Problem. Ja, wenn du sie findest, hast du nur das Problem, dass du einen kriegst und den anderen nicht. Weil der andere nämlich dann flüchten geht. Nicht wahr. So. Dann machen wir doch mal eben, keine Ahnung, was das Zeug ist. Achso, da steht's doch. Wakata Kini, okay, Wakata Kini. Was auch immer das sein soll. Ja, wer kennt's nicht? 4, 5, 6, 7, 8. 9. Nummer 10. Easy. Gut, also ich bin jetzt dann wahrscheinlich raus erstmal. Okay. Ich kündige schon mal an, ich habe jetzt aktuell 72 Gebete auf der Falle. 72 sagst du? 72 aktuell. Ja, kann ich nicht ganz mithalten mit meinen 60, aber hey. Ja, ganz ehrlich, dafür, dass ich dafür
an Geld keinen Cent investiert habe, finde ich eigentlich 14 Euro, 72 Stück. Ich finde es gut. Das Traurige ist, für die 60 habe ich auch nicht einen einzigen Cent ausgegeben. Das ist ja das Witzige. So. Dann gucken wir mal, wenn ich das nächste Mal online bin. Beziehungsweise morgen früh, wenn ich die Dailies vielleicht mache, wenn ich gerade im Hörsaal sitze und Langeweile habe. Nee. Dann bin ich Level 56. Ja. Freue mich jetzt auf jeden Fall schon drauf. Das war ja mein Plan eigentlich vor der Rapid Learn. Level 56 zu erreichen. Das habe ich jetzt morgen geschafft. Ja. Ach, ich muss nur 3 Gerichte machen. Das wären ja 20. Eigentlich war mein Ziel auch, Luisa einzuholen, aber irgendwie hat sie immer noch knapp 150.000 Punkte Vorsprung. Nee. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, vor allem, weil sie jetzt seit 2 Wochen nicht online war. Fällt's legit an Goldfischkraut. Belastend. Ja gut, dann, hören wir uns. Gute Nacht, Frozen! Bis, spätestens Freitag. Ja, stimmt. Nö. Stimmt, da war was. Stimmt, da war was. Der kommt jetzt zu mir rüber. Mensch. Ah, bringet euch in Sicherheit. Bringet euch in Sicherheit. Der Düsseldorfer kommt nach Langenhagen. Schwierig. Schlimm. Na ja, gut, dann. Ja. Schönen Abend, wir hören uns. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, was machen wir denn? Och, die sind ja süß. Taiyakis, bitte sag mir, dass irgendwer was Spezielles davon hat. Immer noch kein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch nur irgendwelche Sondergerichte von irgendwelchen Figuren machen, Mensch. Das ist doch alles, wonach ich. Bitte, lass mich raten. Der scheiß Shake ist, Ayato. Mhm. Nicht. Hallo! Hallo. I thought you have been abandoned. Das ist so richtig. So. Well, das war eine kurze Session. Ja gut, da kam ja auch relativ spät, ne? Das muss man dazu sagen. Dein Date kam spät oder du kamst spät? Ja, tatsächlich. Der hat sich sogar erst für 9:30 angekündigt. Uff. Ja. Aber trotzdem halbwegs erfolgreich. Ja, Schlampen! Was heißt hier, wir schlampen? Was denn los? Ah! Ronny muss auch jetzt los, oder wie, Tobi? Ja, hat er gesagt, er muss pennen gehen. Klang schon, als hätte er gleich Schläge bekommen von deiner besseren Hälfte. bin ich mir nicht so sicher, ja. Kevin, übernimmst du Ronnys Platz? Gib mir noch... Stimmt, ich wollte Kevin den Clip sein. Ja, ich komme gleich. Ey, mit der Antwort hätte ich echt nicht gerechnet, nice. Ich wollte erst ein paar Minuten sagen, aber ich wollte eigentlich nur noch fertig kochen und dann kann ich die Sache hier auch beenden. Genshin kochen oder? Okay, ich wollte auch sagen, oder Real Life, aber. Real Life kochen vorm Rechner. Hm? Ihn, oder Lass nicht? Es raus. Ja, ich bin jetzt demnächst Kochstreamer. Leute. Ja, nee. Echt nicht. So, hier Kevin, warte. Warte. Gleich. Ja. Auch erst. Mit dieser Hemmenttäuschung. Zurück ins Set. Peace. So, Tobi, jetzt erstmal schnell die Informatik-Hausaufgabe machen. Berechnen Sie zunächst den einfachen geometrischen Schwerpunkt S als Programmcode. Alles klar, rein.